Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Closing Store Simulator. Folge Nummer 2 oder Part 2 oder Abschnitt 2 oder auf jeden Fall die nächste Folge. So. Gut, der erste Tag ging ja eigentlich ganz zügig. Ich werde jetzt mal kurz den Laden öffnen. Schon wieder. Ach ne, guck mal, hier haben wir noch einen Stift. Laden hier rum. Schweine. Ist das eigentlich auch hier hinein? Guck mal, die Jeans noch drin. Das ist ja übel. Das ist ja übel. Die Hose her, ja. Ja, schade, dass man hinstimmen drauflegen kann. Das ist ein bisschen blöd. Sehr gute Wahl. Hammer frei. Kann ich mich absolut nicht beklagen. Gibt es eigentlich sowas mit Deko? Okay, ab Level 3 kommen dann die Schaufensterpuppen. Oh ja, da haben wir sogar ein... ah, guck mal, hier gibt es dann die Deko mit, okay. Das ist ein Puff 01. Ich brauche jetzt gar nicht eine Storage Box. Guck mal, hier gibt es dann die ab Level 7. Oh ja, gut, okay, das könnte echt interessant werden. Einfach mal schnagen. Und wir müssen ja auch gucken, beziehungsweise ich muss ja auch aufpassen, dass hier ständig Zeug da ist. Guck mal, die Kerle gehen bei den Weibers, bei den Frauchens einkaufen und die Mädels gehen bei den Kerlchens einkaufen. Das ist auch etwas verstörend, finde ich. Naja, also guckt das mal richtig, dann nimmt es doch nicht mit. Also ich bin mal gespannt, ob es bei Klamotten bleibt. Das würde mich eigentlich mal interessieren, ob das bei Klamotten bleibt. So, du musst es dich umziehen, ha? Beziehungsweise anprobieren. Hat man das schon mal hin? Nee. Ich will mal gucken, ob sie gleich was hängen lässt. Ich dürfte theoretisch nicht lange dauern. Nee. So, aber Bewertung oder sowas gibt es hier jetzt noch nicht, oder? Kann ich doch bestimmt schon mal hinnehmen. Naja, umso größer, umso mehr Angebot, umso länger bleiben die Leute auch im Laden. Das ist wahrscheinlich wirklich schon so. Immer ne mit. Gönn dir. Gönn dir. Sie hat noch nichts mitgenommen. Er hat schon was in der Tasche. Man müsste herausfinden, wie die ticken. So ein bisschen. Tick-Tack. Mal gucken. Ein Mini-Rockkatze. Sich eine Hose. Steht hier bestimmt auch die Hose. Apropos Hosen, die sind fast leer. Muss mal rumgucken. Ja, guck mal, das Sweatshirt ist fast leer. Was ist das? Ist das eine Bluse? Das könnte eine Bluse sein, oder? So, also hier, Path und hier, Path. Achso, warte mal, das habe ich ja auch noch vergessen. Das kostet ja auch noch 200. Ich habe gleich noch ein Regal. Ja, komm, nehmen wir so jetzt noch. Oh, ich bin ja schon Level 3, cool. Dann können wir dann auch bald mal wegen den Puppen mal gucken. Mal gespannt, ob das mehr Leute anzieht, wenn hier noch Puppen irgendwie rumstehen. Weil, kann ja sein. Hier, wenn so einer hier mit so einem komischen Fetisch aussah. Das, ja, ich kann nicht mehr tragen. Das ist, da hinten lag schon wieder gerade was rum. So, warte mal, die Hosen. Ja, Gott sei Dank noch nicht alle. Das läuft eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Zumindest vom Gefühl her. Ich sollte vielleicht erstmal mal gucken, was ich jetzt überhaupt an Geld einnehme. Guck mal, wir sind jetzt bei 694. Da könnten wir vielleicht sogar schon mal noch ein paar Püppchen kaufen. Wenigstens mal eine davon und eine davon. Ja, schmeißt denn das hier immer. Mensch, jetzt geht noch. Ohne Strömme, hier nicht ohne Strom. Ja.
So, guck mal, das sind jetzt. Kann leider nicht näher ran. Außer jetzt. Immerhin 141. Also der hat sich gut gehen lassen. So, wir sind jetzt bei 800. Warte mal, guck mal, pass mal auf. Was ist denn jetzt hier? Okay, machen wir erstmal die Rechnung mit dem Mieter. So. Da haben wir noch 700, okay. Bei Möbel. Was ist das? Ein Schrank. Guck mal, den würde ich jetzt mitkaufen. Dann so eine. Achso, ja, muss ich natürlich noch so machen und so machen und so machen. So, jetzt ist die Frage. Komm, wir gucken jetzt mal davon. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich die ja sogar bekleiden. Guck mal, das ist das Teil, okay. Für die Herren. Das ist aber blöd, oder? Hier so hinstellen? Oder dann doch eher so? Oder hier? Da dann irgendwie für Deko Platz lassen. Oder mal, wir machen das so. So. Ja, wie ein Podest. Wo ist denn jetzt? Ne, das ist Mädels. Hier ist Herrenchens. Entschuldigung. So, warte mal. Wir können uns den ja erstmal hier hinstellen. So, pass mal auf. Jetzt schnapp ich mir noch seine Hose. Nimm mal ein Mädchen. Guck mal, sieht doch brillant aus. Würde das jetzt so zusammenpassen? Kann man so machen, oder? Es fehlen natürlich noch Mützen, aber die kommen glaube ich später auch nochmal dazu. Und dann den schon mal so ins Fensterbrett stellen. Haben wir jetzt noch irgendwas übrig? Das ist aber. Ah doch, guck mal, das sind sogar Rosen. Kann ich noch eine hier reinpacken und die kriege ich doch bestimmt auch hier drauf. Oder? Aber die kann man dann nicht kaufen, oder? Aber ich lege die jetzt einfach mal dahin. So. Dann haben wir ja noch das Mädel. Das würde ich jetzt tatsächlich, warte mal. Nee. Rutschen das mal ein bisschen zusammen. So. Na komm, mal ein bisschen genauer arbeiten, ja. Nee, sind wir noch nicht. So. So, genau, zack, die kann jetzt zum Beispiel dann schon mal hier rausgucken, so, packen sind wir mal aus, ja, so, da würde ich jetzt glatt mal, oh, das falsche hier nehmen, hier sind wir so ein Top, und hier, der Renner, guck mal, kann man noch machen, oder? So. Zack. Können wir mal selber schnell gucken, wie das aussieht. Gut, er steht ein bisschen steif da. Warte mal, den könnten wir noch ein bisschen drehen. Dass er nicht ganz so steif da steht. Aber eher so, hä? Ja, guck mal. Macht er gleich viel mehr her, wenn er nicht mehr so steif da steht. Ja, das lässt doch schon ein bisschen was wagen. Ich meine, gut, es gibt dann ja auch noch nochmal andere Dinge, die man dann quasi nochmal probieren könnte. So, machen wir den Tag zu Ende. Und wir haben bis jetzt noch keinen Gesamtnutzen. Gesamt, naja gut, minus. Zu viele Kunden. 15. Einer hat rumgemult. Cool, wenn die hier oben wegnehmen könnten, aber ich glaube, das ist wirklich nur für die Puppen, oder? Ja. Ich kann das nur werfen oder platzieren. Das ist natürlich blöd.
Aber ich lege es trotzdem mal drauf. Jetzt ist aber das andere Teil. Oh oh. Meine T-Shirt ist gleich alle. Das ist blöd. Also dieses komische Holz, ich sag mal Holzfäller dazu. Dann bist du doch wahrscheinlich was. Also das Karierte. Das hier. Das hier. Müsste ich gucken, wie es heißt. Warte. Das ist das Men T-Shirt. Das ist einfach nur Men T-Shirt. Hier steht Men Sweater. Ja gut, okay. Einfach mal bestellen. Einfach mal bestellen. Ja. Oh, du hast gut eingekauft. Das ist sehr nett von dir. Sehr nett von dir. So, ich weiß jetzt aber auch nicht. Ich hoffe, dass die Puppen nicht ausziehen. Weil das wäre schon ein bisschen blöd, wenn die Puppen ausziehen. Das würde ich so nicht akzeptieren. Nee. Die jetzt noch daneben? Wären die noch irgendwie grün? Guck mal hier. Ja. Alter, du hast reingehauen. Jawohl, dankeschön. Das ist ja mega. Du musst dich auch nicht lumpen lassen hier, oder? Oh, Hose sind alle. Moment. Die Hosen sind vorbei. Dann sind wir fast schon wieder Level 4. Das geht ja rucki zucki hier. Achso, ich hätte eigentlich sogar noch Hosen gehabt. Ja. Hier liegen doch wirklich auch noch Hosen rum. Ah, müsste ich das nächste Mal dran denken. Okay, gut, aber da ja, kriege ich jetzt auch nicht drauf. Pack jetzt erstmal so daneben. In der Hoffnung, dass du dann noch weißt, dass sie noch da sind. Zack, zack, zack. Hier wird abkassiert. Zack, zack, zack. Es macht schon Laune. Gut, zum Anfang ist es natürlich immer schleppend, gerade wenn du jetzt ewig lange brauchst und irgendwie für neue, also auf neue Klamotten oder so. Guck mal, der Rock ist fast schon alle. Okay, ich hab bloß geguckt. Sehr schön. Minus 1 XP, hä? Warum? Warum? Okay. Das Menswetter. Oh, der Menswetter ist leer. Upsala. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Danke, dass du mir das sagst. Das muss mir doch immer eher noch sagen. Das kann ich doch nicht riechen. Ich glaube, das Röckchen ist auch schon wieder alle. Ja. Das Mini-Röckchen ist auch schon wieder alle, ja. Stimmt doch nicht, ich mache da oben auf, ist er da. So. Geh die fahrende Kundschaft erstmal vor hier. Ja, wenn hier über 100 Euro ist, ey, das ist Wahnsinn. Das ist ja echt heftig. So. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch gleich nochmal durchgucken gehen können. Ja, wie das hätte ich zum Beispiel auch das Topf nochmal nachbestellen. Eieieiei. Aber langarm, du. Also wenn das hier genauso krass wird wie beim Supermarkt-Simulator, dann bist du echt aufgeschmissen. Weil da kannst du dich gleich tonnenweise gleich nachbestellen. Ja, halt, was hat mir jetzt noch gefehlt? Ach, das Topf. Kommst du ja quasi irgendwas auf keinen grünen Zweig. An die Hosen müsste ich jetzt gedacht haben. Ja. Schon wieder vor allen Dingen, ich habe immer noch welche da. Ich glaube, ich muss die da wieder hier vorne hinpacken. Sonst vergesse ich, dass die da sind. Sonst vergesse ich das einfach, dass die da sind. Natürlich schön, wenn sie sich das auch einfach wegnehmen können. Das
kann sein, weil die nochmal in so eine Art Schutzpack eingepackt sind, dass sie das entweder gar nicht vollnehmen oder nicht wegnehmen können. Legt das trotzdem mal dahin. Dann sieht das nicht so leer aus. Oder da stellt man halt noch eine zweite Puppe oben drauf. Kann natürlich auch sein. Weil das sieht ja eher schon aus wie so ein Podest. Warte mal, da war noch ein anderer Schrank. Wenn ich jetzt nicht richtig erinnere. Hier. Weil das ist ja ein Stand. Gibt es da noch mal ein Stand 2 oder sowas? Hier ist noch ein Shelf. Gibt es hier noch mal ein Stand? Nö, sieht nicht so aus. Hier gibt es auch noch Schuhregal, guck mal. Was ist jetzt der Unterschied an dem? Passt da mehr rein? Stand 3 gibt es noch. Doch, hier ist doch noch ein Stand 3. Wo ist denn der Stand 2? Seht ihr hier? Hier ist ein Stand 2. Guck mal. Da kennst du dann bestimmt, wie die Shelves zum Beispiel. Och, kriegst du auch mal eine zweite Kasse. Hier, eine dritte. Ah, guck mal hier, Storage. Ah, das ist halt Storage. Worker Chair, falls sie nichts zu tun haben. Speaker. Guck mal, ein Pillow. Was ist denn der Pillow da? Und wir gucken, das ist einfach mal. Ist das zum Hinsetzen, das Ding? Würde mich jetzt schon mal interessieren. Ja, das ist eine Pflanze, das wissen wir alle. Ja, haben wir gleich mal ein bisschen. Was bist du? Was bist du? Komm ich jetzt einfach mal durch. Natürlich aus dem Sitzsack, oder? Also wie ein Sitzwürfel. Ich habe keine Ahnung. Oh, guck mal, wir haben gut gemacht heute. Sehr schön. So. Dann machen wir das jetzt nochmal öffnen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Wie weit kommen wir denn eigentlich weg? Guck mal hier, das ist alles noch. Jetzt ist sogar nochmal. Die Tür ist ein bisschen blöd gesetzt. Hier gibt es auch noch mal eine Tür. Oh gut, es kann ja sein, dass das dann alles mal wegkommt. Hier gibt es ein Labyrinth, hier kommst du nicht rum. Boah. Das ist übel. Kann man hier noch irgendwie interagieren? Das scheint jetzt lauer zu sein, ne? Was ist denn da schon drin? Nix. Was, wenn Sie das erforderliche Level erreicht haben, können Sie interagieren. Erfordern Sie Level 10. Ach, ich muss da Werbung schalten. Das ist ja cool. Und du bist ja sicher, oder? Bist dir sicher? Okay. Ja, ist doppelt geguckt. Wenn man dieses komische Schirr als erster Schritt erreicht, ja? Achso, ich habe 5000 eingenommen. Ja, schön, die habe ich bloß nicht mehr. Die sind alle schon wieder in den Laden geflossen, die 5000. Ah, das könnte ich verstehen. Könnte zu deinen Augen passen, das Kleid. Ich muss schon. Oh, nee. Ich muss das ganz dringend nachbestellen. Das ist nicht gut. Ja, ein Kreis.
Ja, die Hose oder alle. Das Top ist auch schon weg. Das Top wird knapp. Lieber haben als es brauchen. Und auch hat die Hose für gut befunden und hat sie mitgenommen. Seid ihr sicher von euch? Ihr Dösel. Sowas krass ist ja mega cool. Jawohl. Aber irgendwie feiere ich das trotzdem noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich cool. Das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich keine Musik höre. Aber wie gesagt, für euch lege ich dann natürlich meine Musik unten drunter. Muss da bloß mal gucken, wie ich es dann mache. Aber das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Das ist kein Weltuntergang. So, wie sieht es denn jetzt aus hier? Hosenbett nochmal nachfüllen. Und der Männer-Sweater. Nee, das nicht. Sehr schön. So, dann haben wir auch schon wieder den Tag gesehen. Wir haben eine Bilanz von 1540. Und wir sind fast Level 5. Ich würde jetzt nochmal warten, bis er weg ist. Und dann würde ich nochmal gucken, was es schon wieder Neues gibt. Oder ob sie. Entschuldigung. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wer der letzte sich umladen war. So. Ja. Jawohl, das passt. Jetzt würde ich nämlich schon gerne wissen, wenn ich mir jetzt so ein Hosen haben wir zu Hause, ja. Ich würde schon gern wissen, wie das ist mit den, Quatsch, hab ich hier. Nein! Was machst du denn? Ich wollte doch klicken. So, was haben wir jetzt schon wieder Neues an Möbels? Nicht. Gut, die gibt es erst ab Level 5. Aber das würde ich jetzt auch gerne mal noch probieren. Ich will mal wissen, was das ist. Okay, hier kannst du bis zu drei verschiedene Rohre reinknallen. Nice. Stell das jetzt einfach mal mitten hier in der Pampa. Nee. So nicht. Hier unten kann ich aber nicht reinpacken. Das ist ja blöde. So, was können wir da jetzt noch hinpacken? Das ist aber weg. Ne, bestimmt was anderes hinpacken. Tja, so sieht's aus, ne? Haben wir denn jetzt eigentlich schon mal wieder neue Marken freigeschaltet? Ja. Worden ist jetzt mit den Marken? Ich glaube, das ist ja doch hier unten, oder? Ach nee, Quatsch, warte. Die Marken sind doch hier. Also da.
könnte jetzt sogar schon Design. Nee, ab Level 7. Erst ab Level 7. So, ne, ist noch keine neue Marke dazu gekommen. Die kommt erst ab Level 5 dazu. Also quasi den nächsten Tag. Aber, Freunde, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und da würde ich mich mal dazu bereit erklären zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, The Box in the Box Company. Jawohl. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Feedback da. Oder, also lasst mir ein bisschen Feedback da. Oder wenn es noch nicht getan hat, lasst mir ein Abo da. Dann macht aber auch die Glocke an, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr von den ganzen Sachen hier auf dem Kanal. Und über ein Däumchen würde ich mich auch sehr freuen. Dann sehe ich auch, dass es ankommt und wie es bei euch ankommt. Und ja, genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch zusammen. Bis dann. Tschüss, ciao. Ich bin raus.